Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen romantischen Abend. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und wir sehen können, sind die Patch Notes 8.8 jetzt tatsächlich da. Da haben wahrscheinlich einige drauf gewartet. Aber bevor wir damit anfangen, ihr seht, ja, mein Greenskin ist tatsächlich jetzt aus. Es ist viel zu dunkel. Es geht leider echt gar nicht mehr. Ne? Aber sonst wird er jetzt meiste Zeit wirklich an sein. Ja, warum haben viele Leute drauf gewartet? LeBlanc ist endlich da. Beziehungsweise die alte, neue LeBlanc. Ja, Riot hat leider mit dem Rework-Versuch nicht ganz so, ja, Erfolge ausschlagen können. Und deswegen haben sich quasi entschieden, sie jetzt wieder zu reverten. Im Prinzip kann man sagen, worauf sich die meisten wahrscheinlich freuen werden, DW ist jetzt wieder insane krasser Wavekiller. Wir sehen einfach mal hier der Damage von 100 auf 245 und auch das Abyss-Gang von 0,2 auf 0,6. Also DW wird jetzt richtig krass reinböllen. Das Problem, was ich bei LeBlanc wieder so ein bisschen sehe, ist ganz einfach, sie wurde aus einem bestimmten Grund gereworked, weil sie toxisch war. Sie hat dich angesprungen, hat alles drauf gemacht und bis explodiert. Naja, das heißt, diese LeBlanc werden wir wahrscheinlich jetzt wieder sehen. Da werden sich einige drüber freuen, aber viele, das kann ich jetzt schon mal sagen, von euch werden sie komplett hassen, ja. Ihr werdet gebondshottet werden. Ja, also ich denke, dass es auch keine langfristige Lösung ist, sondern dass irgendwann wieder hier und da noch was sich Riot einfallen lässt. Was ebenfalls geändert wird, ja, tatsächlich auch dieser Champion kommt jetzt wieder geändert. Ahri. Ja, bei Ahri ist das Problem so ein bisschen, zumindest sagt Riot das, dass sie, wenn sie ahead kommt, einfach nicht so krass wird, wie sie sein sollte. Ja, das heißt, dass sie nur eine richtige Killmaschine wird. Und deswegen kriegt sie insgesamt deutlich mehr Damage im Kit. Ja, das heißt, sie hat ein bisschen mehr Abyss-Gang auf ihrer Ultimate. Und vor allem jetzt 20% mehr Damage durch ihren Charm, wenn sie den trifft. Das gleicht diesen Damage, der hier so ein bisschen überall runtergenommen wird, komplett aus. Und sie wird richtig, richtig viel mehr Damage dazu bekommen. Du wirst also richtig aus dem Leben geböllert. Allerdings wird ihre Passive und ihre Q getauscht. Das heißt, ja, sie kann ihre Movement-Speed-Bonus jetzt nicht mehr permanent benutzen, sondern nur noch in bestimmten Situationen. Also wenn sie quasi zwei Spells hintereinander auf einen Gegner trifft. Und dadurch ist sie gerade in der Laning-Phase deutlich einfacher zu ganken, ja. Die alte Ahri hat, ganz, ganz alte Ahri hatte nämlich diesen Effekt noch gar nicht. Und also, dass du schneller weggerannt bist mit dem Orb. Und da war sie sehr, sehr krass gankbar, muss man sagen. Und so wird Ahri jetzt wieder so ein bisschen zumindest in diese Richtung gehen. Aber müssen wir mal sehen, mehr Damage ist immer gut. Irelia ist ein Kind und zwar ist sie ein bisschen, ja, sie ist im Late Game extrem stark, aber im Early Game ihre Laning Phase ist super kacke. Das habe ich selber schon gemerkt, als ich sie gespielt habe. Und deswegen sagt sich Riot, okay, wir nehmen hier was weg und geben es da wieder dazu. Das heißt, weggenommen wird bei ihrer Ultimate, die macht jetzt deutlich weniger Damage. Ja, aber nicht nur im Late Game, sondern auch im Early Game. Ja, das heißt, wir haben hier 25 weniger Missile Damage und auch 50 weniger Wall Damage. Uns fehlen einfach 75 Damage auf Stufe 6, was super, super, super viel ist. Und im Late Game brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist richtig viel. Auch Cooldown wird erhöht. Dafür bekommt sie allerdings 3 mehr Armor und 10% mehr Damage auf Minions. Das mit dem Damage auf Minions klingt jetzt erstmal relativ uninteressant, ist es aber nicht. Denn am Anfang hast du noch nicht so viel Schaden. Und es kann sein, wenn du jetzt wenn du gegankt wirst, dann springst du einen Minion an und der stirbt nicht und dadurch kriegst du keinen Reset auf deine Q. Dadurch, dass man jetzt mehr Damage an Minions hat, kann man, gerade wenn man gegankt wird, den Gegner besser juken, weil man einfach deutlich einfacher einen Reset bekommt und natürlich wird der Waveclear besser. Auch 3 Armor zusätzlich sind definitiv nicht schlecht. Ja, ihr könnt schon hier unten sehen, Leute. Asia. Ne, als ich Asia gesehen habe, das ist immer das Schöne an diesen Patchnotes, ja. Das heißt, im Gegensatz zu dem PB, da kommen immer noch mal Sachen, womit man gar nicht rechnet. Und ich habe gerechnet, okay, Asia ist ziemlich kacke, der wird bestimmt gebufft. Falsch. Asia wird genervt, ja. Asia kriegt weniger Damage auf seiner W quasi und ja, dadurch kann er deutlich schlechter pushen, muss man sagen. Und ich verstehe es halt wirklich nicht, ne? Asia, okay, also ich muss sagen, ich bin ein Solo-Kill-Spieler. Ich weiß nicht, wie es im Competitive ist. Und ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie es im Challenger ist. Aber in meinem Solo-Kill-Bereich und alles, was drunter ist, ich habe 2, 3, 4 Mal gegen Asia gespielt, also extrem selten. Und die haben einfach komplett auf die Fresse bekommen. Natürlich, den Champion musst du spielen können, aber weiß ich nicht, Alter. Asia hat eine Winrate von 45%. Der ist tot, der Champion. Der ist wirklich tot. Also, er wartet wirklich nur noch auf seinen Rework. Irgendwie. Ja, Braum ist aktuell auch sehr, sehr stark. Das musste ich heute erst feststellen. Deswegen bekommt er jetzt weniger Armor dazu und er bekommt weniger Resistenzen. Ist ganz nett. Galio ebenfalls ein Champion. Kann ich persönlich gar nichts mit anfangen. Vor allem neben Solo-Queue. Man muss wirklich ein passendes Team für Galio haben. Ja, du brauchst wirklich viel Schaden, sonst. Also so ein AP-Galio in der Midlane, das reicht einfach fürs Late-Game zumindest nicht, meiner Meinung nach. Aber ist ja auch egal. Im Prinzip
war am Anfang, wo Galio rauskam, niemand kam mit der Ultimate klar. Ja. Das heißt, du brauchst es wirklich eine Person, auf die du dich verlassen kannst, die reingeht und da rein droppt. Ja. Das war ganz selten der Fall, weil meistens haben dann gesagt, die Leute, okay, nee, ich bin about to die, ich gehe lieber raus. Und dann war deine Galio-Ult für den Arsch. Mittlerweile wissen wir, wie die Leute das funktioniert. Und deswegen, ja, muss man hier sagen, wird der Cooldown erhöht ja, auf 200 Sekunden. Ich glaube, Karthus Ult hat auch gerade mal 180, ne? Ich glaube, das ist die krasseste Ult im Game, kann es sein? 200 Sekunden ist schon extrem heftig. In einigen Teams ist sie wirklich krass, ne? Das heißt, im Flex-Queue, ne? Da kannst du mit einer Camille-Ult oder einer Jarvan-Ult, ne? Das ist OP. Camille-Ult und dann Galio rein, GG. Aber, na gut. Graves auch ein Champion, der, ja, ein bisschen gebufft wird. Das heißt, er kriegt mehr HP dazu pro Level. Und sein Collateral Damage wird jetzt deutlich der Cooldown reduziert, ja. 60 Sekunden auf Stufe 3. Er baut auch nicht selten CDR. Das heißt, ein Black Cleaver ist in seinem Bild, ein Death Dance ist in seinem Bild. Damit hat er mindestens 30% CDR, wenn nicht sogar vielleicht auch noch hier und da 40%. Und dann hat die Ultimate im Late Game locker mal so um die 30 Sekunden Cooldown. Kannst du also in dem Teamfight auch gut und gerne zweimal rausböllern. Janna. Ja, Janna ist schwierig. Janna ist ultra lange schon ultra stark. Viel zu krank. Muss unbedingt genervt werden. Und sie verliert jetzt hier auf ihrem Zephyr 5 Schaden. 5 Damage auf ihrem Level. Das ist super, super wenig. Also ich hätte hier rein in der Idee locker auch 20 runternehmen können. Allerdings verliert sie noch 5 Movement Speed. Und bei Janna ist es ja so, sagt eigentlich Janna oder Janna? Sie skaliert, beziehungsweise ihr Damage skaliert ja mit ihrem Movement Speed. Das heißt, wenn hier 5 runtergenommen wird, wird auch hier überall Damage runtergenommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Ausmaß das hat. Das müssen wir wirklich mal beobachten, aber ich denke, sie wird immer noch ein extrem starker Pick sein und dass das nicht ausreichen wird. Selbes ungefähr bei Kaiser. Ich muss sagen, Kaiser ist aktuell einer meiner Lieblings-Champions. Klar, sie ist ein bisschen broken, sie ist ein bisschen OP, aber macht übel krass Spaß zu spielen. So eine Mischung aus Vayne und GG. Im Prinzip wird bei ihr jetzt der Space-Age-Regime runtergenommen. Sie hat also deutlich weniger Sustain in der Lane und ihre Q. Ja, am Anfang wusste keiner, wie man Kaiser spielt. Item-Builds vor allem. Deswegen wurde sie am Anfang gebufft und jetzt nimmt man die Buffs mehr oder weniger wieder zurück. Das heißt, wir haben, also wenn man das jetzt hier hochrechnet, ja, 6 Missiles hatten wir vorher 1,0, also 100% Bonus Attack Damage, was super krass ist. Jetzt haben wir 8,75, was eigentlich auch immer noch ziemlich, ziemlich gut ist, muss man ehrlich sagen. Und bei 12 Missiles haben wir anstatt 1,72, 1,505. Ich glaube, meiner Meinung nach geht das echt noch übel klar. Also das hier ist wahrscheinlich schon fast das Heftigste. Natürlich ist das ja auch krass. Aber sie wird immer noch ein sehr, sehr starker Pick sein. Ich persönlich finde sie auch sehr, sehr geil wegen ihrer Passive einfach. Ja, ihr könnt schon sehen, Lissandra. Vielleicht freut sich der eine oder andere drauf. Ich habe damals Lissandra sehr, sehr gerne gespielt. Mit der Firegrass, das war sehr schön. Da hast du richtig krass Damage rausgeböllert. Ja, was gemacht wird, weiß ich nicht, ne? Mehr oder weniger Mana auf der Q ist krass, um Early Game durchzupushen. Allerdings kriegt sie halt Mana durch ihre Passive, die irgendwie ein bisschen useless ist. Die wollten sie auch mal überarbeiten. Ja, weiß ich nicht. Ist schön, aber ich finde nicht, dass Lissandra echt Mana krass Probleme hat, ne? Und Frozen Tomb hat weniger Cooldown, 10 Sekunden im Early Game, im Late Game gleich. Ist natürlich geil, weil ihr Early und Mid Game ist stark. Sie kann sehr, sehr gut roamen, sie kann sehr, sehr gut auf die Botlane. Einfach mal so ein Gank an den Tower, Ultimate, da kriegst du richtig gute Kills raus mit Lissandra. Auch im Mid Game hat sie viel Power, aber ich persönlich vermisse, klar, sie ist eine komplette CC-Maschine, ne? Aber ich vermisse ihren Damage so ein bisschen. Ne? Wenn im Late Game hast du einfach keine Schnitte gegen so einen Orianna, Six, die outtraden dich einfach komplett, was den Damage angeht. Natürlich, deine Aufgabe ist anders. Du bist ein Champion, der reingeht und nicht hinten steht, ne? Und ne, dafür hast du halt viel CC, man darf halt nicht alles haben. Aber da scheitert es meiner Meinung nach so ein bisschen dran, dass sie einfach keinen Schaden hat im Late Game. Nautilus hat, glaube ich, ein anderes Problem. Erstmal kriegt er weniger Cooldown auf seiner Q, da habe ich ja in dem PB-Video drüber schon gesprochen. 4 Sekunden ist ziemlich cool, weil er nur einen Punkt reinmacht. Das ist super, super nice. Sein Problem ist Mana. Denn, ja, Malphite ist aktuell mehr oder weniger viable auf der Top-Lane. Also, ja, ne, weil er Mana-Flow gehen kann. Ja, er hat Komet dabei, geht Mana-Flow. Und dadurch kann er sich so ein bisschen sustainen, das ist ganz cool. Bei Nautilus ist Mana-Flow ein bisschen scheiße, weil er kein Komet mitnehmen kann. Ja, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Deswegen sagt man sich, okay, wir geben ihm ein bisschen mehr Mana dazu. Ne? Ein bisschen mehr Tech-Damage zum Last-Hitten. Schauen wir mal. Ryze, ja, da haben wir den nächsten Rework-Champion. Ryze ist ein Champion, der scaled super krass ins Late Game rein. Ja, das geht gar nicht, was der im Late Game rausböllert. Ist aber ein Champion, der im Early Game den Trades aus dem Weg gehen kann, indem er einfach die ganze Zeit er pusht die Waves super, super krass durch und muss also nicht unbedingt mit dem Gegner traden, obwohl er ein schwacher Early Game Champion ist. Er entgeht dem so ein bisschen. Und deswegen werden die Mana-Kosten hier im Early Game auf 20 oder um 20 erhöht, Late Game gleich.
Das heißt, wenn ihr jetzt 4-5 E's in die Wave reinballert, dann habt ihr einfach mal locker 100 Mana zusätzlich verbraucht, was richtig, richtig krass ist. Ist ein guter Ansatz. Bei Ryze ist halt das Problem, es gibt halt Leute, die sind wirklich super krass mit dem Champion und die meisten sind leider super kacke. Ne? Das ist echt ein Rework-Champion einfach. Saiyan, ja, ist halt dieser, habe ich ja schon mal drüber gesprochen, dass er die ganze Zeit nur rumbrüllt auf der Top-Lane und das ist halt auch echt absolut nicht so der Sion-Playstyle, wie er eigentlich sein sollte und vorgesehen ist. Und deswegen wird die Q jetzt gebufft, beziehungsweise etwas gechanged. Ja, das heißt, ihr müsst jetzt Punkte rein investieren, damit ihr das Attack-Scaling bekommt, das Attack-Damage-Scaling. Vorher hattet ihr einfach 0,65, jetzt scaled das mit jedem Level hoch. Ja, das ist eine gute Änderung, finde ich auf jeden Fall. Tahm Kench, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, es sind ein paar Champions, die sind doppelt, aber ich möchte es gerne erwähnen, aber ich überfliege es schon schnell. Aber ihr seht, es sind auch immer neue Sachen dabei, wie hier unten. Und zwar ist es so, dass er ja, wenn er jetzt einen auffrisst und dann ein gegnerischer Champion auf dem Weg ist, nicht mehr so schnell rennen kann. Das ist auf jeden Fall eine coole Mechanik, weil oft ist er escaped und da war halt ein Gegner auf dem Weg und er ist während er escaped ist, schneller gelaufen, was nicht die Idee der Sache war. Das war ursprünglich gedacht, um aggressives Play zu fördern. Auch sein Sick Skin gibt jetzt ein bisschen weniger HP her. Ja, Thalia ist sehr, sehr stark, was Wave Clear angeht. Das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch sich nicht so richtig irgendwie ändern. Sie verliert jetzt deswegen 30 HP, um sie anfälliger gegen Assassinen zu machen. 30 HP weniger ist wirklich krass. Ja, da denken sich jetzt einige, 30 geht ja noch. 30 ist wirklich, wirklich viel, Leute. Glaubt mir das. Und sie bekommt mehr Cooldown auf ihrer Q. 2 Sekunden vor allem, bis quasi mehr oder weniger fast sie das Ding durchgemaxt hat, hat sie mehr. Ja, das heißt, hier sogar auf Stufe 4 immer noch 0,5 mehr. Das sind schon harte. Da müssen wir mal abwarten, ne? Aber Thalia ist auch hier so ein Champion, den muss man einfach beherrschen. Varus bauen gerade aktuell super, super viele Leute auf Full AP, beziehungsweise so Rabadons Builds etc. Es gibt dann diese Onnit Builds, die Attack Speed Builds und AD-Builds, es gibt Lethality, ne, es kommt immer alles drumrum. Aktuell beim AP-Build ist das Problem, Varus, was macht Varus aus? Sein Pfeil, er ist ein Bogenschütze, er soll so einen fetten Pfeil in deinen Arsch jagen. Problem ist, der macht auf AP echt gar keinen Schaden, also so wirklich gar keinen. Und deswegen soll hier der Pfeil immer krass sein, egal was du baust, der Pfeil soll krass sein. Und um das zu gewährleisten, muss die Passive jetzt erstmal genervt werden. Das heißt, die kriegt jetzt deutlich weniger Attack-Speed. Dafür kriegt aber die W eine Active. Und zwar, und hier wird auch nochmal der On-Hit-Damage reduziert, muss dazu gesagt werden. Aber sie bekommt einen Active, der 40 Sekunden Cooldown hat, den kannst du benutzen, dann wird dein nächster Pfeil verzaubert und du machst Target 10% Missing HP Damage. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Und ja, auch wenn ihr länger Charge seht, sieht man noch, wird bis zu 50% höher. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, weil das macht wirklich Varus aus. Das ist, was Riot's Philosophie ja ist, dass sie gewisse Champions fördern. Ja, sie wollen nicht, natürlich ähneln sich viele Champions, aber sie wollen Champions für jede Nische so ein bisschen, ne? Zyra ist eine Pflanzenfrau, Malza kann auch da irgendwelche Voidlinge machen, wobei das natürlich auch zu P war und wieder ein bisschen Asia hat Soldaten, ne? Das heißt, jeder hat irgendwie so seine eigene Rolle und das soll auch für Varus gefördert werden. Er ist ein fucking Bogenschütze mit einem fucking fetten Pfeil. Was wir hier sehen, ist tatsächlich interessant. Und zwar bei Vi, was haben wir? Erstmal wird ihre Armor reduziert und ihre Armor Growth wird etwas erhöht. Und also im Prinzip wird ihre Armor reduziert, damit ihre anderen Stats erhöht werden. Aber das Interessante ist nämlich, was hier unten kommt. Das heißt hier, die E zum Beispiel kostet weniger Mana. Warum macht man das? Natürlich auch das Passive hat weniger Cooldown jetzt und auch die Q hat weniger Cooldown. Das sind alles coole Buffs, aber warum macht man gerade das hier ist wichtig? Denn die Idee ist, dass Riot Vi auf die Toplane bringen will, tatsächlich. Ja, denn Vi wurde ganz am Anfang auch als Toplaner designt. Sie sollte eigentlich ein Toplaner sein und dann kam sie aber irgendwie in den Jungle rein. Und deswegen versuchen sie jetzt gerade auch mit diesem Mana Cost Reduce, weil du hast auf der Toplane kein Blue Buff und gehst einfach instant sie auf die Toplane zu bringen. Das macht, finde ich, absolut interessant. Vielleicht würde ich sie, ich würde es mal ausprobieren. Klingt absolut interessant. Was haltet ihr davon? Meint ihr, macht das Sinn? Ist das cool? Xayah ist aktuell einer der auch besten AD-Kills, muss man dazu sagen. Das heißt, auch sie kriegt hier eine Nerf, weniger Health Regen, weniger AD. Dann haben wir ein paar Bugfixes. Archangel Stuff bekommt jetzt nur noch 1% Mana to Ability Conversion. Aber das ist nur für den Archangel Stuff. Das heißt, wenn sich das Ganze auf Seraph's Embrace upgradet, dann ist es wieder normal. Das soll sagen, dass man erst das Ding komplett upgraden muss, damit, oder vollstacken muss, damit es wirklich den Power Spike hat. Nicht, dass es schon, na, du hast es noch nicht mal vollgestackt und es ist schon überkrass. Das ist die Idee dabei. Lethal Tempo könnte auch interessant sein, hat jetzt 40 bis 110%. Ja, wird aktuell sehr, sehr wenig benutzt. Aktuell nur Fleet Footwork oder Pressed Attack gerade auf der Botline. Ja, einige Champions werden damit ausrasten können, potenziell. Im Moment spielen ja auch viele, wo es interessant wäre, mit Conqueror. Das heißt, so Masayi, vielleicht ist das ja auch was für ihn.
Sweeping Lanes haben wir schon drüber gesprochen, kann man jetzt quasi nicht mehr kaufen, dafür aber Oracle Alliteration gibt es schon auf Stufe 1, könnte wirklich sehr interessant sein. Was ebenfalls sehr interessant ist und das letzte in diesem Patch ist Homestart. Homestart ist das, was ihr bekommt, wenn ihr am Anfang startet das Game und super viel Movement Speed habt, ja. Und es ist so, sobald ihr den Fluss überquert, bekommt ihr, geht euer ganzes Movement Speed weg, ja, das ist die Idee. Da ist eine Grenze, sobald du rüberläufst, ist vorbei. Und es ist so, wenn der Gegnerische quasi da in einem Busch wartet, irgendwo im Fluss oder vorm Fluss quasi, und die Gegner drauf zulaufen, dann kannst du, weil du selber den Buff noch hast, du hast ja den Fluss nicht überquert, einfach wegrennen. Ja, die Gegner sind langsam, haben den Buff verloren, du hast deinen Buff noch, kannst wegrennen. Ich hoffe, ihr habt das ungefähr verstanden. Und es soll aggressives Play gefördert werden. Das heißt, der Buff hält jetzt erstmal länger. Statt 35 Sekunden hält er 55 Sekunden. Und der Buff geht aber nicht mehr weg, sobald ihr den Fluss überschreitet quasi, sondern sobald ihr an dem zweiten Turm vorbeilauft, dann wird er rapidly runtergehen, ne? Decay ist over 0,75 Sekunden, also es geht richtig, richtig schnell runter. Allerdings könnt ihr damit noch schnell, ihr könnt ein bisschen über den Fluss drüber hinauslaufen, ne? Das ist cool. Damit könnt ihr Leute catchen, ja, die da irgendwo warten, vielleicht ein bisschen AFKs. Also es wird aggressives Play gefördert im Early Game und ihr könnt davon ausgehen, dass super krass jedes Game invaded wird. Also sehr, sehr viele Games, gerade am Anfang werden super, super viele Games invaded werden. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, dann bitte versucht, am Anfang nicht AFK zu sein, versucht euer Team zu informieren, dass die Gegner eh invaden werden oder invadet selber. Damit wären wir durch mit den Patch Notes. Ja, das war's soweit. Ich möchte mich dann bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mir doch gerne eure Meinung zu Vi Top Lane rein und auf Wiedersehen.